Hallo meine lieben Freunde. Doppelpunkt. Innen. Nee, das lassen wir mal. Hallo meine lieben Freunde und Freundinnen der gemütlichen Unterhaltung. Willkommen zu diesem Auspackvideo. Ich habe mir mal wieder was bestellt und das packen wir jetzt mal aus hier im Video. Großer Karton. Was kann das wohl sein? Ich weiß es, ihr vielleicht auch schon. Aber wir packen erst dieses kleinere Paket aus, weil das hat zu tun mit diesem Paket. Das erfahrt ihr eher am Ende von diesem Video. Aber das legen wir das mal hin. So, es ist ja kein Review, was ich schon mache. Ich packe das nur aus, gucke mir das an. Und das eigentliche Review erfolgt ja mit der Zeit. Und ihr könnt mich immer fragen in meinen Livestreams. Ich bin oft live auf YouTube, ob sich dieses Gerät oder die Sachen, die ich mir kaufe, ob die funktionieren und wie ich damit zufrieden bin. Die ganzen Links findet ihr in der Videobeschreibung. Auch eine Playlist von diesen Geräten, die ich bisher schon gekauft habe. Ist bestimmt auch ein Link irgendwo. Ja, schauen wir mal rein. Noch diese große Verpackung und dann kommt immer eine kleinere. Ja, was ist es? JSAUX. Was könnte das sein? Ich glaube, wenn ich jetzt reinhalte, da steht schon irgendwas, wenn man es lesen kann, wenn der Fokus ja fokussieren würde. Es ist ein USB-Verlängerungskabel. Ja, das ist noch eine User Guide, für was brauche ich eine Anleitung für ein Verlängerungskabel. Das ist ein Verlängerungskabel. Es müsste 2 Meter sein. Es ist stoffummantelt. Hier hat man einmal das Stück, was man nicht sehen kann, egal. 2 Meter. Könnte ungefähr hinkommen. Und zwar muss ich natürlich was verlängern. Und was ich verlängern will und wieso und was das mit diesem Paket zu tun hat, das sage ich euch später. Also hier ist schon mal dieses Kabel. No, machen wir das jetzt. Dazu brauche ich das Messer. Und ich habe mich schon gewundert, warum ist dieses Paket so groß? Weil ich weiß ja, was ich bestellt habe. Das ist ja viel kleiner. Manchmal denke ich, diese Papierverschwendung, das Verschwendung von Pappe, das ist Wahnsinn. Das ist unglaublich. So, ich hoffe, ich kriege das hier aufs Bild, dass ich das euch mal zeigen kann. Ihr seht ja den Inhalt. Das ist alles nur Verpackung. Das ist das Paket, das ist das eigentliche. Hier. Und so ein riesen Karton. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht. Warum? Warum solche Riesenpakete immer? Wenn es wenigstens noch eine Überraschung reinpacken würden. Nein, es ist gefüllt mit diesem Papierholz. Gut, nicht länger aufregen. So, jetzt haben wir das hier. Ich sehe ja schon einen Makel im Karton. Hier ist ein Loch drin. Finde ich nicht so toll. Was ist damit passiert? Und kann man es erkennen? Es ist ein Stativ. Ein Stativ für meine Kamera. Ich habe nämlich jetzt hier ein Stativ, das ist klapprig, wabbelig und tut auch manchmal zusammensacken. Es ist alt und ich habe nur eine Höhe von 1,30 Meter. Ja, deswegen unter anderem habe ich mir ein neues Stativ gekauft.
Link, ja, in der Videobeschreibung. Ich müsste 50 Euro rumkosten. Ich hatte irgendwie Rabatt von 10 Euro. Ich weiß nicht, wodurch. Jeweils habe ich mir das, glaube ich, für 40 Euro gekauft. Ja, gucken wir mal. Ja, der Karton, der kann eigentlich auch weg. Ist auch nichts Besonderes. Man kriegt so eine kleine Tragetasche dazu. So, dann gucken wir mal rein. Vielleicht tue ich auch oder irgendwelche Dinger einspielen zwischendurch, um das nochmal genauer zu filmen. Ich weiß auch nicht, wie ich das Video zusammenschneide. So. Oh. Okay, jetzt noch ein Einzelteil. Dann holen wir das mal aus der Folie raus. Natürlich ist jetzt meine Kamera viel zu niedrig eingestellt. Also, es hat... Man kann es ganz leicht aufklappen. Schon mal schön. Und dann steht das. So, zack. Dann hat man hier auch Beine dran. Zweimal zum Ausfahren. Ja. Wollte ich cool. Hier unten ist ein Haken dran. Da kann man für die Fotografen unter euch, ihr wisst das, da kann man einen Rucksack dranhängen zum Beispiel, dass das stabiler steht, wenn es draußen ist und es windet. SSDDD, wie heißt die Firma? ESDDI. So, jetzt kommen wir mal zu dem, was ich auch cool finde. Okay, hier ist ein Hebel dran. Da weiß ich noch nicht für was. Das ist Tragegriff. Okay, zusammenklappen. Und dann kann man das hier transportieren. Gut. Ob man dafür einen Griff braucht oder ob man es einfach hier anfassen tut. Ne? So, ich mache es mal kurz einen Schnitt, weil irgendwie kann ich nur immer 10 Minuten aufnehmen mit der Kamera, ich weiß nicht warum. Und dann versuche ich mal diesen Kopf zu filmen etwas höher. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hi. Kommen wir zu diesem Kopf. Also man hat hier einen Hebel dran, damit kann man die Kamera einstellen, ne, wenn die oben drauf ist. Verschiedene Sachen zum... Das muss ich alles noch rausfinden. Ja, hier kann man das hochklappen, um die Kamera dann zu befestigen. Ich glaube, das Licht ist bei mir ganz blöd. Hier kann man die Kamera befestigen. Das müsste ein normales Gewinde sein für herkömmliche Kameras. Das kann ich euch später auch nochmal sagen, ob meine Kamera da wirklich drauf passt. Das Coole ist, man hat hier einen kleinen Hebel, da kann man extra nochmal ausfahren. Es ist wirklich richtig cool. Ungefähr, ja, vielleicht einen halben Meter. Und da kann man wirklich ziemlich hoch diese Kamera positionieren. Das, was ich ja möchte. Hauen wir das mal wieder ein. Sieht auch ziemlich stabil aus. Ja, es ist leicht, es ist aus Alu und schön in Schwarz gehalten. Das gefällt mir auch. Und man hat hier auch noch eine kleine Wasserwaage. Ich weiß nicht, ob das fokussiert. Hier ist eine kleine Wasserwaage, dann sieht man, ob das Stativ gerade steht. Mein Tisch ist fast gerade. So. Und warum habe ich mir jetzt dieses Stativ gekauft?
Das eine ist, damit ich meine Kameraposition höher machen kann, wenn ich hier was auspacke oder irgendwas und ich nicht so von unten filmen muss wie gerade eben, ne? Sondern von oben auf die Sachen. Einmal deswegen habe ich mir dieses Ding gekauft. Und dann, jetzt kommt das ins Spiel, dieses Verlängerungskabel von USB. Ich möchte gerne Videos aufnehmen, PC-Spiele, Renngames, ja, und möchte das mein Lenkrad auch mit aufnehmen. Und deswegen das Stativ, was laut Beschreibung 1,77 Meter hoch ist, dass ich das schön von oben aufs Lenkrad positionieren kann, um da Videos zu machen. Und da musste ich natürlich eine Verlängerung für meine Kamera holen. Und ja, ich weiß noch nicht, ob das ausreicht oder ob dann die Stromstärke nicht mehr so. Das mache ich auch noch einen kleinen Test mit dem Handy, ob das genauso schnell lädt wie mit dem normalen Kabel. Damit kann ich das testen. Eigentlich wollte ich erst 3 Meter, aber dann habe ich lieber 2 Meter genommen, weil dann doch nicht so viel Widerstand ist. Ja, schauen wir mal. Ach ja, hier ist noch was dabei. Ich habe ganz vergessen, es ist noch eine Handyhalterung dabei. Also man kann das Ding hier oben raufschrauben, wie eine Kamera. Ja, ist egal, Kamera oder nicht. Gut, das muss ich noch mal in Ruhe gucken, wie das alles funktioniert. Jedenfalls kann man dann auch sein Handy dort mit reinbauen, ne? Wenn man jetzt keine Kamera hat, wie ich, sondern nur ein Handy, kann man das Stativ natürlich auch dafür nutzen. Aber es ist hauptsächlich für Kameras, die ein bisschen schwerer sind, und deswegen ist es ein bisschen stabiler. So. Und dort sind solche Gummifüße dran. Vielleicht noch mal interessant, die Kamera fokussiert nicht. Ich werde noch mal extra Aufnahmen machen und mit einspielen lassen. Ja, und ob sie sich bewährt, und das erfahrt ihr, wenn ihr mich fragt, in meinen Livestreams. Und auch andere Sachen, die in der Videobeschreibung stehen, die Sachen, die ich noch nutze, könnt ihr mich fragen, wie ich zufrieden bin. Und wenn ihr ein Video seht, was ich mal ausgepackt habe, fragt einfach, ob ich es überhaupt noch habe. Manche Sachen bewähren sich, die nutze ich immer noch, und manche Sachen sind einfach nur Müll, Schrott. Und ich halte meinen Kopf schief, wenn meine Kamera irgendwie schief steht. Deswegen habe ich jetzt das neue Stativ, weil man kann es besser einstellen als mit diesem Ding. So, dann sage ich immer schönen Tag noch. Freut mich, dass ihr das Video angeguckt habt, und mal sehen, was ich noch so einspiele. Also Leute, habt einen schönen Tag. Tschüssi. Ciao, ciao.
mal zu diesem Tragegriff. Das ist natürlich nicht, wenn nichts drauf ist, sondern im Stand, zack, und dann kann ich die hochheben und rumschleppen. Das ist gut. Dafür ist dieser Griff top. So, man kennt ja auch, wenn man draußen in der Natur ist, ja, einfach über Steine sammeln und die Erde sammeln und dann diesen hier reinfüllen und dann hat man auch schön Gewicht unten dran. So, hier habe ich nochmal das alte Stativ geholt, was ich immer genutzt habe bisher. Man sieht es, es ist auch gebraucht und es ist, ja, nicht so hoch. Ja, man sieht es, geht gerade mal bis hierher. Jetzt kommt das Loch hinzu und dann kann ich das immer noch mal ausfahren und ja, sehr schön. So, doch noch mal ein paar letzte Worte, weil ich ja doch noch ein paar Aufnahmen gemacht habe. Zwischendurch noch mal ein Fazit meinerseits. Also erstmal zu diesem Verlängerungskabel. Ihr habt gesehen, ich habe einmal das normale Ladekabel angeschlossen, waren 16 Minuten hier Ladezeit auf dem Handy noch. Und dann habe ich das Verlängerungskabel angeschlossen, waren immer noch 16 Minuten. Das heißt, es hat keine Benachteiligung vom Laden her. Das heißt, es geht genauso viel Strom durch wie durchs normale Kabel. Mal schauen, wie es dann aussieht am PC mit Übertragung von der Kamera auf den PC. Da kann ich jetzt noch nichts sagen. Und nochmal zu diesem Stativ. Gesehen habt, der Tragegriff, das ist, wenn das halt da steht und du mit der Kamera dann woanders hinstellen willst, dafür ist dieser Griff gut. Ja, ich als Noob weiß das nicht, jetzt weiß ich das. Und die Tasche, die dazu gehört, die kann man einfach unten ranhängen, egal ob jetzt Gewicht drin ist oder nicht. Man hat erstmal einen Aufbewahrungsort, dass sie nicht irgendwo rumliegt und sie man dann vergisst. Was war es noch? Ja, das Handy habt ihr gesehen. Mein Handy ist ziemlich breit, also quer, weil ich eine dicke Hülle habe und das passt locker hier rein. Hochkant wird es ein wenig enge werden, dafür wird es nicht klangen. Natürlich bei dem Versuch zu filmen ist mir das Handy abgestürzt, aber es hat überlebt. Es funktioniert noch. Link zu dieser Hülle ist, weiß ich nicht, in der Videobeschreibung, keine Ahnung. Aber es ist eine gute Hülle, das ist wirklich robust. Und nochmal zurück zu diesem Stativ. Wenn man das auskurbelt, merkt man schon, die Kamera ist ein bisschen schwerer und geht von alleine wieder runter. Also man muss den Hebel dann rumklappen und dass das sich dann einhakt und dann hält es auch. Ich habe dann oben ein bisschen gedrückt, ne, noch ein bisschen mehr gewischt und es hält wirklich. Und ja, das war's zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Meinen Auspacken-Eindruck-Dingsbums-Video. Es ist mir wieder gerade ziemlich warm geworden bei diesem ganzen Hin und Her. Also dann nochmal, nochmal. Tschüss. Schönen Tag noch.